Wir haben im Smart City Bereich mehrere Projekte, die beschäftigen sich mit Bürgerbeteiligung, also im Nachhaltigkeitsbereich hier. Das scheint für die Stadtverwaltungen sehr, sehr interessant zu sein. Im Bereich Internet der Dinge haben wir einige Startups, die durchaus im Bereich Home Automation, Smart Home unterwegs sind. Das ist zwar ein bisschen schon abgedroschen, aber mit interessanteren Ideen sind die unterwegs, aber auch im Bereich Prozessvisualisierung, also quasi Sensornetzwerke in Produktionsanlagen.